Hey Leute, willkommen zu Wer wird Millionär zurück. Wir machen heute weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Eine neue Runde erwartet uns wieder mit vielen neuen Features wieder heute, ebenfalls und unserem neu designten Studio. Was wollen wir mehr? Let's play! Wer wird Millionär? Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Seid ihr bereit loszulegen? Denn ich bin es in jedem Fall. Wir haben heute wieder neben einer schönen Sendung für euch wieder einige neue Features eingebaut und das Spiel ist somit fast Feature komplett und Content komplett auch. Was zumindest dieses Format hier angeht. Wir haben einige Verbesserungen vorgenommen, die werdet ihr in den nächsten Minuten erleben selbst. Und ja, ich quatsche lange drum rum. Ich zeige es dir also erstmal mit unserem ersten Kandidaten. Denn unser Ziel ist es nämlich, dieses Spiel so original wie möglich zu machen, dass jeder, der das Spiel später hat, auch seine Lieblingssendung nachmachen kann. Deswegen, wir haben den Content fast komplett für dieses Studio drin. Aber ein paar Sachen sind immer noch zu machen. Die haben wir auch bis spätestens zu unserer letzten Woche alles fertig. Erstmal, was die Folge heute angeht, wir müssen wieder die Regeln erklären. Und da gibt es eine kleine Änderung, nämlich, denn ihr seht sie jetzt gerade hier. Es sind 14 Fragen bis zur Million, angefangen von $500 bis zur Million hoch. Nein, das ist keine Änderung, Spaß. Der Geldbaum ab sofort ist hinten, wo das Logo ist. Das Logo ist immer jetzt unter dem Geldbaum drunter mit den Partikeleffekten. Und ansonsten, ja. Jede Frage, die wir richtig beantworten, bringt uns dem Hauptgewinn einen Schritt näher. Bei einer falschen Antwort gewinnen wir nicht. Es sei denn, wir erreichen Frage 5 wert $5.000 oder Frage 10 wert 50.000. Wenn wir die haben, sind diese Beträge sicher. Außerdem gibt es drei Joker, wie ihr oben seht. Das Publikum können wir einmal insgesamt fragen. Wir sind ja auch mehr als wir. 50-50 werden zwei der falschen Antworten. Und unser Plus 1 ist unsere Begleitperson, die auch ein bisschen überarbeitet wurde. An sich soweit. Tolle Neuerungen bis hier, mehr kommen gleich. Let's play! Wer wird Millionär? Es startet mit der $500-Frage. Was ist eher in der Schreinerwerkstatt als in der Bäckerei zu finden? Hobelzucker, Schleifbutter, Raspelhefe oder Sägemehl? Also, bevor ich die Frage beantworte, ihr seht hier oben rechts, die Fragenklammer war da, das Layout ist hier. Und wenn ich jetzt sage, Sägemehl, wird es auf der Ei gelockt, es wird aufgelöst und es gibt ein Angefecht hier oben von $500. Oh, die Partikel sind so, okay. $500 haben wir. Tausend. Erledigt man mehrere Sachen gleichzeitig, dann macht man das redensartlich. Beim Fensterputzen, in einem Abwasch, während des Abbügelns oder durch Staubsaugen in einem Abwasch. B. Richtige Antwort. 2000. Gleich im ersten Satz von Caesars De Bello Gallico erwähnt. Dehydrieren, anstecken, infizieren, erkälten. Da erwähnt erkälten. D. $2000. Übrigens. Das Geld, was wir erspielen und gewinnen hier, wird auch unten in der Bank richtig angezeigt. Deswegen hier unten die Players Bank funktioniert auch so weit. $2000, $3000 mit dieser Frage hier. Wenn Sie mit dem Arbeitskampf aufhören möchten, beschließen. Aufführer das Aufführer, Umstürzler das Umstürzler, Meuterer das Meuterer oder Streikende das Streikende. D. Streikende das Streikende. 3000. Ihr habt gesehen, der Text war ein bisschen zu lang oben im Bildschirm, also fassen wir alles noch an. Ist ja alles Alpha hier. $5000. Wer wurde zum Weltfußballer des Jahres 2004 gekürt? Ronaldinho, Haraldinho, Vigaldinho, Donaldinho. Der Ronaldinho. Antwort A. Und richtige Antwort. $5000 geschafft. Soweit so gut. $5000 haben wir. Kurze Pause. Gleich geht's weiter.
Millionär. Wir haben 5000 Dollar eben geschafft. Und noch alle drei Joker übrig. Soweit so gut. Wir spielen als nächstes um 7000. Wir haben noch einen Weg von 9 Fragen bis zur Million vor uns. Übrigens, ich weiß, es ist gerade nicht sichtbar, aber normalerweise müsste eigentlich hier noch die aktuelle Markierung für wegen der aktuellen Gewinnsumme rein. Aber die kann man auch weglassen, wenn man unten die Bank hier hat. 5000 noch mit der Bank. 7000 ist unsere nächste Frage jetzt. Let's play. Wer wird Millionär? $7000. Welches Adverb wird im Sinne von durchaus bestimmt verwendet? Bei Leibe, bei Fuß, bei Sinnen, bei Trost. Bei Leibe A. A ist eingeloggt. Und richtig. $7000. Immer noch alle drei Joker da, das ist sehr gut für uns. $10000. Die Frage lautet: Es gibt genau 4 einstellige Dezimalzahlen, Primzahlen, Bruchzahlen oder Kreiszahlen. 4 einstellige Primzahlen. Mal gucken, Primzahlen. Primzahlen sind nur durch 1 und die selbst teilbar. Das wäre die 1. Die 5, die 7 Sekunde, was vergessen? Genau 4 einstellige Primzahlen. 1 durch 1 ist 1 und 1 durch sich selbst ist auch 1. 7, gehen wir in der Reihe nach durch. 2 durch 2. Haha, die 2. Die 2 ist durch sich selbst, also die 2 und 1 teilbar nur. Würde Sinn machen. Also gehen wir mal durch. Primzahlen. 1 ist durch sich selbst teilbar und durch 1 teilbar. Die 2 ist durch sich selbst und durch 1 teilbar nur. Die 5 ist durch sich selbst teilbar und durch 1. Und die 7 ist durch sich teilbar und durch die 1. Deswegen B, 4 einstellige Primzahlen, weil 8 ist durch 4 teilbar und durch 2 teilbar, 9 ist durch 3 teilbar, 10 ist durch 5 und 2 teilbar. Deswegen B, Primzahlen. Die Antwort? $10000. Immer noch kein Joker verwendet. $10000 schon geschafft. Und da sind es noch 7 Fragen bis zur Million. Was ist hier heute los? 7 Fragen bis zur Million, noch alle Joker sind da. $20000, los geht's! Welcher Musiker absolvierte Ende der 90er alle Ironman-Wettbewerbe eines Jahres? Joey Kelly, Oli P, Sascha oder DJ Bobo? Musiker. Joey Kelly ist immer bei Stern TV zu sehen. Dieser Typ, wenn die so einen Lauf machen, statt durch trockene Gebiete, Landschaften und so weiter und so fort, wo es darum geht, ihn zu schlagen. Also es wäre natürlich denkbar. Oli P kenne ich nicht. Sascha sagt mir nix. DJ Bobo, ob der alle Ironman-Wettbewerbe eines Jahres absolvierte. Ich nehme mal plus 1. Letztes Wort. Hey, das ist eine schöne Frage, mich auszusuchen. Ich bin mir unsicher, aber ich meine, dass es Antwort A ist. Was würdest du sagen? Ja, Antwort A hätte ich auch gesagt. Wie gesagt, weil Joey Kelly diese Challenge bei, was war, ich glaube, es ist Stern TV gewesen immer. Ob man mehr Ausdauer hat als er und wenn man es schafft, kriegt man, glaube ich, was war das, 10.000 Euro oder was gibt es da zu gewinnen? Irgendwie sowas. Deswegen A, Joey Kelly nehme ich ebenfalls. Letztes Wort. Es stimmt. $20000 geschafft. Zwei Joker noch übrig und noch 2 Fragen bis $50000. Das ist die $30000 Frage.
Ausgesprochen anziehen finden viele. Löwen, Löwenzahn, Wanzen, Wanzenkraut, Katzen, Katzenminze, Pferde, Pferdeäpfel. Ausgesprochen anziehen. Katzen lieben Katzenminze. Wanzenkraut ist doch Schwachsinn. Und Pferde, Pferdeäpfel? Nee, das ist also. Nee, das würde. Es müsste am Wort C Katzen, Katzenminze sein, weil Löwen und Löwenzahn, Löwen sind Fleisch. Die wollen gern Fleisch haben. Wanzen, Wanzenkraut. Warum? Pferde lieben ihre Pferdeäpfel? Ich weiß ja nicht. Aber C, Katzen, Katzen, Minze würde ich nehmen. Letztes Wort. Und es ist 30.000 Dollar. 30.000. Eine Frage trennt uns um 50.000. Ob wir die schaffen, das seht ihr gleich. Willkommen zurück zu Wer wird Millionär? Wir haben 30.000 Dollar. 30.000 Dollar haben wir. Wir haben noch eine Frage vor uns und dann sind wir mit der Sicherheitsstufe von 50.000 erstmal abgesenkt. Und wir haben noch zwei Joker. Das Publikum einmal und 50-50. Sieht sehr, sehr gut für uns aus heute. Sehr, sehr gut für uns aus. Hier kommt sie. Unsere 50.000 Dollar Frage. Wen dürfen Hausbesitzer seit dem 1. Januar 2013 für gewisse Arbeiten an bzw. in ihrem Haus frei wählen? Gas- und Wasserinstallateur, Schornsteinfeger, Fliesenleger und Stromableser. Seit dem 1. Januar in ihrem Haus frei wählen. Also, Schornsteinfeger. Ist vermutlich sogar machbar. Stromableser, da haben wir hier bei uns daheim unseren Favoriten immer, den Cam, weil der macht das seit Jahren, aber für eigentlich rufen wir immer ihn an, was ist eigentlich. Gas- und Wasserinstallateur, weiß ich nicht genau. Ich kann mich jetzt natürlich auch ganz falsch reden. Ich befrage das Publikum. Letztes Wort. Okay. Publikum, bitte, wenn ihr so nett wärt, nehmt die Geräte in die Hand und stimmt bitte jetzt ab. Und wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Okay, Ergebnisse sind da. Das Publikum denkt, dass es sicherlich B, der Schornsteinfeger ist. 93%. Also für eine 50.000 Dollar Frage ist das für Sie sehr einfach gewesen. Ich vertraue der Mehrheit, ich nehme B, Schornsteinfeger. Letztes Wort. 93%, die sich irren könnten. Tun Sie das? Nein! 50.000 Dollar! 50.000 Dollar! Mehr wollten wir doch gar nicht. 50.000 Dollar haben wir geschafft. Zweite Sicherheitsstufe erreicht. Es sind jetzt nur noch 4 Fragen bis zur Million. 4 Fragen. Und wir haben noch 50-50 übrig. Was ist hier heute los? 50.000 Dollar in unserer Bank. 100.000 könnten es werden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Let's play. Wer wird Millionär? Welcher Freund von Winnie Pooh wurde 2003 zum Titelhelden eines großen Kinoabenteuers? Ia, Bit oder Ferkel? Ich bin mir relativ sicher, dass es Ferkel ist. Ich glaube, es ist nämlich ein Kinofilm Ferkels großes Abenteuer. Ia war auch irgendwas, aber der war, glaube ich, in keinem Film so früh. Tigger wüsste ich jetzt nicht.
den Hasen habe ich schon ganz vergessen, deswegen müsste es C in dem Fall nicht sein und A schließe ich auch aus. Ich nehme D, Ferkel, letztes Wort. Ferkel ist eingeloggt und richtig für 100.000 Dollar. 100.000, so, und da waren noch 3 Fragen bis zur Million. 3 kleine Fragen haben wir noch vor uns. 250.000 ist die nächste Frage schon wert und wir haben immer noch den 50-50 Joker. Frage 12 lautet: Otto Grotewohl war der erste Ministerpräsident der DDR, Österreicher im Weltall, Fußball-Bundestrainer oder Gatte von Romy Schneider. Ihr seht auch gerade hinten auf dem Monitor schön, da ist der Text zu lang, das werde ich schon anpassen müssen nachher und hier oben auch. Der erste, oh je. Vielleicht A oder D. Ich weiß, hat man die Frage schon mal gehabt, ich glaube nicht. So spontan könnte ich es auch nicht sagen. Ich nehme aber 50-50 Joker und gucke mal, ob das hilft. Letztes Wort. Okay, 2 falsche Antworten werden den Chat-Computer. Ministerpräsident der DDR oder Gatter von Romy Schneider? Jetzt ist es echt ein bisschen das Ratespiel. Ich würde vermuten, dass es A gewesen ist, Ministerpräsident der DDR. Ist eine Vermutung allerdings, deswegen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann ich so nicht sagen. Ah Mann, was machen wir da? 100.000 haben wir. 250.000 könnten es werden. Schön, wie der rechte Deckel durchkommt. Hier, warte. Hier. Schön, wie der durchkommt. Ich würde sagen, es war A. Ich weiß nicht wieso. Otto Grotewohl, der sagt mir an sich überhaupt nichts. Deswegen, das Problem ist, wenn wir jetzt falsch liegen, sind wir um eine Erfahrung reicher. Wenn wir richtig liegen, dann haben wir einfach nur ein richtiges Schwein gehabt. Ich kann es echt nicht ausschließen, deswegen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ah, was machen wir? Ich würde sagen, Präsident der DDR, aber ich weiß es echt überhaupt nicht. Ah, Mann! Ich glaube, ich nehme es. Ah. Oh Gott. Otto Grotewohl. Er war der erste Ministerpräsident der DDR. Ich glaub's nicht. 250.000 Dollar. 250.000. Wie viel Schwein können wir eigentlich haben? Wie viel Schwein? Weiß es einer von euch? Das ist auch gut so. Kurze Pause. 250.000 Dollar haben wir geschafft. Wir sind noch 2 Fragen von der Million entfernt. Schon wieder mal. Ob wir das schaffen, sehen wir morgen am Freitag in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass Sie schon heute Abend alle dabei waren. Ich bin Moffel 38 und ich heiße auch Sarah für Klaas. Kommt gut nach Hause, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis morgen. Unbedingt einschalten morgen Abend.